Schönheitspuffer. Das ist doch das, was wir für... Das brauchen wir für Minov. Ich muss schnell nochmal zu einer Lagerstelle. Das brauchen wir doch für, um Minovs Insektenkunde, glaube ich, aufzuleveln. Können wir das herstellen? Können wir? Ah, hier haben wir auch was Neues. Okay. Auch ein Rätselbaumholz. Haben wir leider nicht. Ich glaube, Rätselbaumholz gibt es auf Gormod. Weiß es nicht genau. Ich bin gerade mit mir selbst am Kämpfen. Will ich das jetzt noch machen? Will ich nicht? Ach komm. Wir gehen einfach von den Auen Richtung... Wir gehen einfach hier beim Fröstelsee lang. Hier haben wir ein Ziel. Wir müssen irgendwas hier erledigen. Für Minov. Es waren aber nicht die Motun. Es waren Eschen. Echsen. Komm ich auf... Egal. Wo haben wir hier denn Echsen? This is becoming addictive. Rätselbaumhaus, Bewegungsefeu, Reinheitsmoos, Dasumalrinde. Das brauchen wir doch für Minov. Also, damit Minov sein Buch herstellen kann. Man merkt eigentlich will ich nicht aufhören, das Spiel zu spielen. Aber irgendwie bin ich dann doch relativ fertig. Das ist eine sehr interessante Mischung. Kann ich sagen. Wo sind hier denn die Echsen? Nee, gegen den Krogtool habe ich gerade keine Lust zu kämpfen. Oh, da ist eine Imba-Echse. Let's go, dich bekämpfen wir. Da hinten ist noch eine Echse. Aber jetzt können wir auch mal die Gegend hier erkunden. Ich merke schon, ich werde... Dieser Stream wird einfach gefühlt nie wieder enden. Wenn das so weitergeht. Oder soll ich den... Oder hält sich irgendwer für diesen Stream wach? Ich hoffe nicht. Oder um diesen Stream zu gucken. Ich kenne auf jeden Fall einen Stammviewer, dem ich das zutrauen würde. Eigentlich mehrere, um ehrlich zu sein, aber... Oh, der ist ja schon umgeworfen. Oh. Wie viele Echsen waren es? Anscheinend mehr als zwei. Ich nutze halt einfach die Gelegenheit, hier mal um die Gegend ein bisschen zu erkunden. Und eventuell Rätselbaumhaus zu finden? Nein, Essigblatt, Verwirrungsefeu. Was ist das für ein neuer Actimel-Modus auf Twitch? Actimel-Modus? Welche Abwehrkräfte werden denn aktiviert?
intrepid. Na, was meinst du? Reinheitsmoos, Hirschholz. Warte, hatte ich nicht schon mal Rätselbaumholz gesucht? War da nicht was? Oder bin ich gerade komplett verpeilt? Hätte ich doch schon mal gesucht, oder? Ich glaube, ich bin gerade echt verpeilt. Kommt mir halt alles so bekannt vor, dass ich das suche. Ich hab halt gerade ein richtiges Déjà-vu. So, Imba-Echse. Nee, mit Erde werde ich den nicht angreifen. Weil der hat momentan Erde-Element, deswegen ist Elektro auf ihn anfällig. So, jetzt haben wir aber einen Schlüsselerfolg für Mifra, Stufe 5. Okay, jetzt schon, wow. Springe. Was? Ich muss einfach nur springen. Das ist auch eine interessante Aufforderung. Ja, was musst du machen? Ja, spring einfach 500 Mal. Ich meine, wenn das so ist, dann springe ich jetzt durch die Gegend. Ah, hier wäre noch eine Imba-Echse gewesen. Gummibär. Hüpfen hier und dort und überall. Ja. Das ist das Mindset gerade. Auch wenn ich eigentlich kein Freund von dem Wort Mindset bin, aber egal. Aber es liegt hauptsächlich an den Leuten, die das Wort hauptsächlich benutzen, wenn ich ehrlich bin. Kennt ihr das auch, dass ihr bei manchen Worten einfach... Es gibt so eine bestimmte Gruppe von Menschen, die das benutzen, die einfach unsympathisch sind, deswegen mögt ihr das Wort auch nicht. Oder geht's nur mir so? Geht bestimmt nicht nur mir so. Ich habe anfangs gedacht, das hier hinten wäre der größte See. Well played, Pizza. Well played. Ist es bei dem Wort schon der Montana Black Effekt? Ist das, was ich mich frage? Man kommt, springt halt auch echt nicht so gut voran, ne? Ich find's witzig, wenn jetzt jemand ins Stream reinkommt und ich muss den erstmal erklären, warum ich hier die ganze Zeit eigentlich so dumm rumspringe. Und dazu noch mit der traurigen Musik. Das macht's nicht besser. Oh. Oh, ja, okay, ja. Ich sehe, was du meinst. Got here.
Problem gelöst. Er muss halt, um Mithra zu leveln, 500 Mal springen, habe ich gerade gelesen. Aber ja gut, die Assoziation, die hatte ich halt gerade nicht. Danke dafür auf jeden Fall. Weil du warst bestimmt nicht der Einzige, der die hatte. Nur der Einzige, der es geschrieben hat. Ich hab so ein Déjà-vu, ich hab doch schon mal Rätselbaumholz ewig gesucht. Oder wisst ihr was, ich schau das mal gerade nach. Weil ich bin mir sicher, ich hab das ewig gesucht. Rätselbaumholz. Ich gehe jetzt tatsächlich auf YouTube. Auf meinen eigenen Kanal. Geht auf Videos. Das Rätsel ist Rätselbaumholz. Da ist es. Wo habe ich es denn gefunden? Hatte ich's? Ich meine nämlich, ich habe es in Torigov gefunden. Nö. Hatte ich es überhaupt in dem Part gefunden oder in dem anderen? Hä? Oh, wisst ihr was? Ich google's einfach jetzt. Ich habe nicht Bock, ewig das Rätselbaumholz zu finden. Suchen. Rätselbaumholz Xenoblade 2 Torna. Steuerung F. Rätsel. Torigov, nördlich vom Hafen. Okay. Weil ich weiß einfach, ich habe das schon mal Ewigkeiten gesucht. Da will ich dann, das dann heute nicht nochmal Ewigkeiten suchen. Oh, ich muss mir gerade mal. Hey, warte, ich hab noch Tempo da. Ah, so. Okay. Ich frage mich eigentlich, ob ich genug Sprünge jetzt schon habe. Even on familiar ground, we must stay vigilant. Nein, genug habe ich nicht, aber wie viele ich schon habe. So, hier irgendwo muss ja ein Holzsammelplatz geben. Holz. So, Rätselbaumholz, let's go. Rätselbaumholz, yes. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Das hat lange gedauert. Kannst du das nicht überspringen? Gute Frage. Oh, Räuberin Lavinia, mit der muss ich einfach nur sprechen. Okay. Also diejenigen, die Kali und Kelly zu ihrem Vater zurückbrachen. Ich kenne die beiden, sind gute Kinder. Ich war selbst eine Zeit lang als Flüchtling unterwegs und habe die beiden zu dieser Zeit kennengelernt. Schön zu hören, dass sie wieder mit ihrer Familie vereint sind. Ehrlich. Es mag komisch sein, das von mir zu hören, aber danke dafür. Dann bleibt den beiden ein Schicksal wie das meine zum Glück ersparen. Gant hat mich übrigens zum Nachdenken gebracht. Ob ich vielleicht auch eines Tages sein kann wie sie? Wie ihr, wenn mein Leben wieder in die richtigen Bahnen lenkt. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere. Willst du zumindest versuchen, ihr habt mich dazu inspiriert. Also, ihr seid jetzt mein Vorbild, klar? Dass ihr euch ja weiter gut benehmt. Thanks. Nur noch eine Person für höheres Ansehen. Da sieh mal einer an. Wozu habt ihr jetzt das Rätselbaumholz eigentlich nochmal gebraucht? Nicht fürs Liebesgeflüster. Da war doch irgendwas. Es war sogar ein Quest-Item, wenn ich richtig im Kopf habe. Ah, Schönheitsparfum, natürlich.
A cologne to covet. Weil das Schönheitsparfum muss man ja Minoff geben, damit der seine Fischkunde verstärkt. Das war auch das Schönheitsparfum, bevor ich da irgendeinen Mist mache. Jupp, Schönheitsparfum. Was auch immer das mit Insekten zu tun hat, aber hinterfragen wir es mal nicht weiter. Oh, someone's got good taste. This smell has got my creative juices flowing. Wie lange braucht er eigentlich bis zum nächsten Schlüsselerfolg? Ah, the wisdom of... Ja gut, Jin ist als nächstes am nächsten Schlüsselerfolg dran. Eine Sache, die mich absolut nicht wundert, to be honest. Kohl Motuns am Fröstelsee. Na, wenn wir schon mal hier sind... Ich glaube, ich werde den Stream einfach. Wenn das so weitergeht, beende ich den Stream heute einfach nicht. Ah, das ist ein Kohlmotor, dieser riesen Fliegeviecher da. Dann fange ich den einfach hier an der Küste ab, I guess. 28 Jahre gedauert, um das Instrument zu genießen. Sehr gut. Scheint ja eigentlich ganz friedlich. Oh, warte, ich steuere ja gar nicht lower. Fällt mal so gerade auf. Ich habe ja immer noch Adam ausgerüstet. Wegen dem, wegen dem Sprunggeräusch, um es mal so zu sagen. Kann der mal wer umwerfen? Danke. Oh mein Gott, das ist Schmettern und nicht Schleudern. Ich bin verpeilt. Oh, wir haben anscheinend gerade mit unserem Kampf hier gefühlt alles getriggert. Was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Okay. Ups. Komm, ich will den schwarzen Abgrund machen. Minoff braucht ja... Wir müssen ja noch einige Male Minoffs Technik einsetzen. Also machen wir weiter damit, würde ich sagen. Mein funktioniert ja gerade ganz gut. Wir machen gefühlt unendlich Damage. Und Lichtstrahl. Einfach, damit wir den aufschauen. Mochte, sagst du nur, wenn es klingt wie bei Detektiv Conan. Da weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wie es klingt, aber... Kann ich mir vorstellen. Saxophon ist auch so ein Instrument... Ich muss sagen, ich stehe neutral zum Saxophon. Ist nicht so, dass ich sage, boah, geil. Saxophon will ich unbedingt hören, sondern denke mir, boah, existiert, klingt ganz in Ordnung. Länge. Ja gut, da kommen wir später noch vorbei. Sieggegner 40. Das ist auch heftig. Ah, wir müssen noch 55 mal springen. Okay, das kriegen wir heute noch hin. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. Und ja, ich mache einen Countdown. 43, 42, 41, 40. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. Okay, nee, der Countdown wird mir zu blöd. Bring einfach nur durch die Gegend. Und deswegen sollte kein Countdown länger als 20 sein. Irgendwann verliert man die Motivation, weil es immer noch sehr weit hin ist. Und man nicht mal wirklich am Ende vom Countdown ist. Ja,
Wir haben Schlösser knacken Stufe 3. Damit sollten wir doch vielleicht auch die ein oder andere Overworld Interaction jetzt machen können. I love to work out how things tick. Hm. Aber erstmal springen. Man muss eben seine Prioritäten setzen, Leute. Macht das Licht. Perfekt. Jetzt kann ich meine Aufstellung auch wieder ändern. Auf jeden Fall danke nochmal für den Hinweis, Joel. Weil, ja, es ist mir halt einfach nicht aufgefallen. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Mein Gehirn ist echt ein Matsch. Ich hätte es doch gerade noch gesagt. Ah! Schlösser knacken. Schlösser knacken wollte ich. So, warte. Ah, das war hier drin. Okay. Wenn ich dafür zwei Stufe 3 Fähigkeiten brauche, dann muss das sich aber auch lohnen, was da drin ist. Bewegungsheilung ist ganz nice und auch die Menge an Geld, ja. Da kann man sich nicht beschweren. Bin ganz zufrieden. Da haben wir den Königreich von Torna noch für Overworld Interactions. Hier haben wir keine mehr. Aletta, brauchen wir Wasserkontrolle. Ja gut, das ist halt Aegion. Hier haben wir Äferkontrolle und macht das Licht. Hier haben wir Wasserkontrolle und Äferkontrolle. Da haben wir Schlösserknacken und Beobachtungsgabe. Hier haben wir Schlösserknacken und Beobachtungsgabe. Ich meine, nimm mal mit. Suddenly it all looks so different. All right, remind me why we're here again. Dann sammeln wir die beiden Sachen und dann ist wirklich Schluss für heute. Hab ich auch schon vor einer halben Stunde gesagt. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Aber das Spiel macht Spaß. Es macht Spaß, wieder live zu sein. Und da kommt das halt mal vor. Was soll ich sagen? Du beschwerst dich nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das freut mich. Ah, hier sind auch Hobbalkrabbel. Wüsste ich gar nicht. Und irgendwie kann ich nicht an so einem Sammelpunkt einfach vorbeilaufen. Hier sind auch Regus Liebesch. Die muss ich noch erledigen. Für Jin war es, glaube ich. Die Regus liebe ich. Okay, den werden wir anscheinend sehr schnell runterhauen. Wenn ich mir das da so ansehe. Aber ja gut, wir haben halt auch super viel Damage und die Dinger sind nicht so mega tanky wie so ein Gorillus zum Beispiel. Schlüsselerfolg, Jin? Das war eigentlich nicht das. Ah ne, es war Aegion. Ne, es war doch Jin. Aegion hat nur zufällig im selben Kampf was bekommen. More power for our cause. Mineralkunde. Und Durchhaltevermögen. Lauf eine bestimmte Anzahl von Pets zu Fuß. Ja gut, das werden wir, denke ich, noch in dem Stream-Projekt hier schaffen. Das andere war Aegion. A magnificent power.
tiefdüsterem Wald in Gormod. Okay, wo war ich jetzt noch nicht? Kaskadenhieb. Maximale Harmonie, besiege einzigartige Gegner, erhalte Gold. Das mit dem erhalte Gold, besiege einzigartige Gegner, das werden wir halt auch noch bekommen. Logischerweise irgendwann. So. Aber dann speichere ich auch mal wieder. Letztes Mal ist ja schon eine Ecke her. Ich finde es halt immer noch schön. Wir haben bestimmt noch einen kompletten Stream vor uns. Wahrscheinlich sogar noch mehr vom DLC. Und es ist einfach immer noch nicht mal Ansatz. Und es ist halt immer noch nicht vorbei. Allein schon, wie viel Content dieses DLC hat, beeindruckt mich auch immer wieder.